Hallo meine Lieben, es ist so schön Wetter und darum dachte ich, mache mir heute das Video von draussen. Wer weiß, wenn ich das hochlade, vielleicht scheint die Sonne dann nicht mehr, dann könnt ihr sie euch hier ein bisschen holen. Ich werde wieder ein Golden Tag Video machen und zwar Episode Nummer 3. Ich habe mir jetzt ganz spontan wieder etwas ausgedacht und ich werde heute eigentlich so ein bisschen etwas zum Thema Körpergefühl sagen und auch so ein bisschen sich wohlfühlen in der eigenen Haut vielleicht. Ich habe mir so überlegt, das ist eigentlich noch speziell, ich glaube, dass mit 25, das ist schon ein Zeitchen seither bei mir, wie so ein Change stattfindet. Ich habe gerade letztens mit einer Kollegin über das geredet und wir haben es dann so ein bisschen davon gehabt, eben, das ist eigentlich noch speziell. Irgendwie mit einem gewissen Alter sind einem Teil Sachen einfach egal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin noch nie so easy mit meinem Körper umgegangen, wie ich das die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht so ein Jahr, zwei haben können. Ich muss sagen, ich hatte immer Glück in meiner Genetik, aber ich glaube vor allem auch durch die Magersucht und auch so danach, schon ein riesen Thema gewesen. Und ich mag mich so gut erinnern, wenn ich durch die Body bin und den Bauch eingezogen habe, oder wenn ich gesessen bin, den Bauch eingezogen habe oder die Beine so angetan habe, dass nicht für mich dick ausgesehen haben. Und das sind alles Sachen, das ist mir heutzutage so scheißegal. Ich kann euch gar nicht erklären, wie egal das mir das ist. Ich überlege gar nicht mehr so weit. Und das Spannende ist eigentlich, es gibt einem so viel Freiraum, weil ich meine, was ich mir früher alles haben müssen überlegen, das ist ja gesponnen eigentlich. Also nur schon, eben, wenn ich anhocke, wenn ich stehe, wie was für ein Winkel, was auch immer, das hat so viel Energie gebraucht. Und ich glaube wirklich, dass es einerseits Alter ist. Ich glaube auch, wenn man so eine Grundzufriedenheit hat, dann interessiert einem das nicht mehr. Es gibt Sachen, die so viel wichtiger sind für mich, wie das Aussehen. Ich weiss, es klingt mega blöd, vor allem in meinem Job, aber ich glaube auch, mit gewissen Schicksalsschlägen merkt man dann auch, was wichtig ist und was nicht. Und ganz ehrlich, Schönheit ist einfach vergänglich oder ein Körper ist vergänglich. Und ja, Schönheit ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, weil ich glaube halt, Schönheit kommt von innen. Und das ist nichts, ein flacher Bauch macht mich nicht schöner oder weiss doch auch nicht, ein Thigh-Gap oder was auch immer. Ich glaube schon, dass man gewisse Schönheitsideale darf befolgen für sich, weil die einem wohlfühlen lassen. Aber ich glaube, es darf nicht über das Leben bestimmen. Weil ich bin wirklich der Meinung, dass die Schönheit kommt eigentlich tatsächlich von innen. Ich weiss, es ist so ein Klischee, um das zu sagen. Aber wenn ihr euch wohlfühlt in eurem Körper, strahlt das so fest aus. Ich glaube, es ist etwas, das immer so ein bisschen auf der Kippe kann sein kann. Ich hätte nur gerade so ein bisschen daran gedacht, zum Beispiel, ich brauche auch kein Make-up. Und es ist okay für jeden, der das macht und der das braucht. Aber ich fühle mich so wohl in meiner Haut, dass ich das nicht brauche. Und ich glaube auch, dass der Körper dann so wie mitmacht. Also das heisst, wenn ich mich wohlfühle ohne Make-up, glaube ich auch, dass die Haut dann auch so reagiert. Weil ich habe so kein Problem mit der Haut und ich glaube einfach nicht, dass das von irgendwo, also ja, das, ich glaube, das hat seinen Grund, weil ich meiner Haut genug fest vertraue, dass sie dann eben auch schön ist. Ich glaube, es klingt ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr wisst ein bisschen, was ich meine. Und ich glaube einfach, je wohler, dass ihr euch fühlt in eurer Haut,
desto mehr tut euer Körper auch mitschaffen. Also das heisst, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, das ist ein mega Prozess, aber wenn ihr so weit seid, ich glaube, dass sich das alles so ein bisschen wie so in Bahnen ihr verschwindet, dann ist es so ein bisschen fließend. Also, dass ihr dann auch merkt, eben, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich will nicht, dass es irgendwie so überkommt, so im Sinn von, ich kann euch voll gehen lassen. Weil mit dem hat es überhaupt nichts zu tun. Es hat wirklich nichts mit gehen lassen zu tun. Aber es ist wie so eine Ruhe, die in einem kehrt. Also, zum Beispiel, dass man dann wie. Ich suche ein bisschen nach Wörtern, merkt ihr das? Ich habe mir wieder mal nichts zu diesem Video überlegt. Aber es ist wie eine Selbstakzeptanz. Ich glaube, man probiert es sehr lange anderen recht zu machen. Und man will immer für andere schön aussehen. Und man will sich beweisen anderen gegenüber. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, ich müsste das für gar niemanden machen, außer für euch selber. Ich glaube, das ist so die Quintessenz. Und wenn ihr das erreicht habt, kann ich euch versprechen, es ist so. Es ist wirklich eine Ruhe, die in euch kehrt. Weil ihr habt so eine Sicherheit dann. Und das ist etwas, das euch niemand nehmen kann. Also egal, auch wenn etwas passiert oder. Ja, wenn irgendwie äußerlich etwas wäre. Ich glaube, das kommt ihr dann von innen. Das ist nichts Äußerliches. Und diese Sicherheit, oh Gott, ich würde mir wirklich wünschen, jede Frau und jeder Mann da draußen könnte das für sich einmal erleben. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, wo man sich Zeit nehmen darf, wo man auch offen darüber reden darf. Und ich glaube, es hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man sich um sich selber kümmert, dass man sich Zeit nimmt für sich selber, dass man sich Zeit nimmt, um sich selber zu reflektieren, um vielleicht auch sonst zu reflektieren. Und das sind alles so Sachen, die ich immer wieder gesehen habe. Viele haben das Gefühl, sobald es um Selbstliebe geht, dass es um Egoismus geht. Und das ist es nicht. Ihr tut niemandem etwas zu leid. Schlussendlich helft ihr sogar, weil ihr ausgeglichen seid, weil ihr euch wohlfühlt, weil ihr niemandem etwas vorspielt. Ich glaube, es geht da auch darum, um dann halt, ja, bei dir muss man sehr mutig sein, man muss ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, es geht dann auch darum, dass man für sich erkennt, was tut mir gut und was nicht. Und dass man dann aber auch ganz klar alles, was einem eben nicht gut tut, aus seinem Leben verbannt. Oder für sich vielleicht teils Entscheidungen trifft, die sehr viel Mut brauchen und auch sehr viel Überwindung teilweise, aber das ist etwas, wo man einfach muss sagen, ihr lebt einmal und das darf euch niemand nehmen. Und stellt euch mal vor, ich weiss, es ist ein bisschen makaber, aber ihr kommt nie mehr auf die Welt zurück. Wir wissen das nicht. Und wenn ihr nie mehr kommt, ist das wirklich das Leben, das ihr euch vorgestellt habt? Lebt ihr jetzt das, was ihr habt wollen? Ich meine, ganz ehrlich, wir sind nur einmal jung und das ist jetzt. Und macht ihr das, was ihr tatsächlich wollt? Ich sage nicht immer neue Job schmeißen, überhaupt nicht. Aber wenn ihr etwas verändern wollt, dann macht es doch jetzt. Weil jetzt ist die Zeit. Ich weiss, wir sind auch mit 40 und 50 noch fit. Wissen wir es nicht, aber ich hoffe es. Und ich hoffe, wir können auch dann noch ganz viel erleben und Erfahrungen sammeln. Aber vielleicht haben wir nur das eine Leben. Und dann wollen wir doch alles erlebt haben, alles ausgeschöpft haben, alles erkundet haben. Und ich glaube, wir tun uns so viel selber limitieren mit unseren Gedanken auch, weil wir das Gefühl haben, oh nein, was könnte er denken? Oder was passiert, wenn ich das und das mache? Aber ich glaube, wenn ihr aus dem Herz entscheidet, dann kann gar nicht etwas passieren, weil dann ist es richtig. Ich meine, das, was das Herz sagt, das muss einfach richtig sein. Und wenn ihr das Gefühl habt, das kommt nicht von Neumann. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr viel mehr zu sagen zu diesem Thema. Aber
Geht euch im Herzen an. Wirklich. Entscheidet für euch. Und ich sage euch, mit jedem Mal, wo ihr für euch selber entscheidet, kommt ihr euch selber eben auch näher. Und vertraut dem Prozess dann auch. Also, meine Lieben, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Nachmittag, Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!